Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Cots Super Mario Maker, meine Damen und Herren. Heute mit Level von Arne-Finn. In den Comments nennt er sich Finn, hier nennt er sich Arne, ob wir solchen Leuten vertrauen können. Nein, Quatsch. Hat mich darum gebeten, zwei von seinen Leveln zu spielen. Wollen wir natürlich dann noch tun, meine Damen und Herren. Ich gehe davon aus, dass wir dann also hier hoch müssen. In Anbetracht der Tatsache, dass da hinten, keine Ahnung, Dinger waren hier. So, hier, ja... P-Switch-Dinger, meine Damen und Herren. Level heißt On the Mountain, das heißt, wir gehen mal davon aus, dass wir heute bergsteigen, meine Damen und Herren, weil, warum auch nicht? Während hier offensichtlich in den Bergen, irgendwas mit den Röhren hat es bestimmt auf sich, aber okay, wir ignorieren diese freundlichen Herrschaften-Röhren mal und schreiten voran, meine Damen und Herren. Also, ab nach unten, sagt er. Na gut, dann wollen wir dem mal Folge leisten. Kann ich hier rein? Kann ich hier rein? Nein, warum? Das ist nicht sehr freundlich, aber egal. Egal, so. Ach, warte mal. Vorhin waren da hier diese Blöcke. Muss ich jetzt einfach nur hier zurück mit den Typen? Achso, und dafür ist auch das Feuer da. Ich meine, gut, wenn ich jetzt da tatsächlich so ein... Also, ich sag mal, ich gehe jetzt bergsteigen, ja? Und dann kommen da irgendwie fliegende Bomben an. Und irgendwo fliegt Feuer durch die Gegend. Ich würde mir Sorgen machen. Aber gut, bei den Umweltkatastrophen, die wir heutzutage mehr oder weniger leider gewöhnt sind, meine Damen und Herren, ist das ja eigentlich noch relativ human dagegen. So, Yoshi! Ja, das hat sich gelohnt. Guckt ihr das an. Und auch so Feuerdinger auf dem Berg. Also, das ist ein ziemlich gefährlicher Berg, da muss ich wohl mal sagen. Ich würde hier nicht freiwillig bergsteigen gehen. Also, ich meine, gut, in Mario Maker Leveln... Hi, geht's dann noch, aber... Hä? Ach, guten Tag. Wunderschön. Aber, was... Nein! Oh, Aber was bringt mir das jetzt? Ah, jetzt kann ich... Nee, was kann ich denn? Was ist jetzt meine neue Fähigkeit? Ach, ich bin ja doof. Ich kann ja das hier machen. Muss ich das machen? Ich vergesse jedes Mal, dass ich das machen kann. Das ist irgendwie komisch. Konnte man das in Super Mario World auch? Dass sie das also auf den... mit Yoshi auf den Dingern hier irgendwie rumhüpfen? Ich glaube nicht. Das Ding ist, dadurch, dass ich jetzt meinen Stern verloren habe, gehe ich mal davon aus, dass ich im Grunde genommen schon verkackt habe. Weil ich vermute mal... Ohne zu wissen, dass ich den Stern noch brauchen werde. Aber ich meine, Alter, also bis jetzt geht's. Oder war das einfach nur so, vielleicht war das auch nur ein Easter Egg. Vielleicht habe ich ausnahmsweise auch mal nur ein Easter Egg gefunden, das nur positive Effekte hat. Und keine negativen, wenn man es denn verpennt. Das wäre wunderschön. Also, wäre wahrscheinlich so ziemlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich irgendwas finde, was nicht in einer Katastrophe endet, aber... So viel zu dem Thema. Sehr schön. Das Level hat ein bisschen was, finde ich, dadurch, dass die ganzen Ecken hier so drin sind. Ich meine, gut, natürlich kann man Mario-Level nicht rund machen. Aber dadurch, dass die ganzen Level hier so, die ganzen Ecken hier so sind, ist das Level für mich schon fast ein bisschen Minecraft-like. Ich weiß nicht, irgendwie erinnert mich das an Minecraft. Aber, keine Ahnung, wahrscheinlich bin ich wieder der Einzige, der das hier drin sieht. Also, das wäre nicht das erste Mal. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir irgendwie hier... So, guck dir das an. Warum habe ich das nicht sofort so gemacht? Aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder dieselbe Scheiße mache und nicht wieder kläglich scheitern. Nein. Ich sagte nicht kläglich scheitern. Du hast da was falsch verstanden. Wo ist meine Blume? Gib mir meine Blume. Hier war eine Blume. Hier war doch eine Blume, oder? Ja. Klar, sicher, sag ich doch. Erzähl mir doch nichts. So, warum sagst du mir, sei keine Blume? Ist ja eine Frechheit. So. Auf geht's. Wir müssen jetzt hier, also aufpassen. Wir müssen jetzt hier, nein. Warum? Ich sage noch, ich muss nicht zweimal hintereinander denselben Fehler machen. Aber das hält mich natürlich längst nicht davon ab, das zu tun. Also... Weißt du, meine eigene Vernunft ist offiziell besiegt. Hurra, wir haben es geschafft. Endlich keine Vernunft mehr. Mein Leben macht wieder Sinn oder so. Warte mal, komme ich jetzt? Nein, hier komme ich nicht da drauf. Ich gehe mal lieber meine Power-Ups holen. Da ich die ja gefunden habe, warum soll ich das? Ich gehe mal davon aus, dass das hier einfach nur tatsächlich versteckte Power-Ups sind. So wie in guten Mario-Leveln. Einfach so, versteckte Sachen, die einem helfen und so ein Scheiß. Und nicht einfach nur versteckte Sachen, die einen umbringen. Das ist schön, danke dafür. Das hat Spaß gemacht. Nein, das nicht. Das war doof. Das war... So, jetzt aber. Ich frage mich jetzt gerade, ich bin jetzt dabei, das dritte Mal hier runterzufallen. Ich weiß aber immer noch nicht so genau, ich springe einfach. Ich gehe davon aus, dass ich Yoshi jetzt nicht mehr brauche. Wir bringen Yoshi einfach um, wie sich das gehört, weil, was wäre Yoshi ohne gestorben zu sein? Also, warte mal, ich glaube, ich muss mich beeilen. Wahrscheinlich muss ich mich beeilen, um da drauf zu kommen. Und deswegen ist das hier auch so wunderschön gewurstelt, damit wir uns beeilen können. Beziehungsweise, nee, damit wir genug Zeit haben. Geh weg, nein! So, also, wird das jetzt so ein Ding? Das wird mit Sicherheit spaßig. Muss man sich auch mal überlegen, wenn man so jetzt irgendwie Bergsteigen geht, irgendwie so schön, und dann findet man eine Tropfsteinhöhle oder sowas Cooles, worüber man sich normalerweise freuen würde, und das endet dann in sowas hier. Es würde wahrscheinlich sehr viel weniger Wanderer geben, sagen wir mal so. Nein, du bleibst hier. Hör mal, also eigentlich habe ich mich damit abgefunden, dass ich es nicht schaffen werde, aber ich hab's geschafft. Guck, und sogar ein Feuerwerk kriege ich. Das hat Spaß gemacht. Das war wie ein Mario-Level. Mario-Level sind toll, meine Damen und Herren. Also, gut so. Ich hab mich gefreut. Endlich mal, weißt du... Was?
keine Ahnung, mit leichtem Herzen, wir gehen wandern in die Berge. Ich meine, gut, alles wollte uns umbringen, aber ich meine, das gehört sich in Mario-Leveln ja nicht anders, meine Damen und Herren. Sehr schön, also, Arne Finn oder so. Einen machen wir noch. Wieder mal, also Millisekunden am Weltrekord vorbei. Einen haben wir noch. Und zwar gehen wir natürlich passenderweise, nachdem wir auf den Bergen wandern waren, jetzt auch noch im Wald wandern. Hurra! Der Level hat, deswegen habe ich das auch in der Reihenfolge gespielt, hat eine Abschlussrate nur von 2, irgendwas Prozent. Das davor hatte eine von 7, irgendwas Prozent. Deswegen dachte ich mir, fang mal leicht an, weißt du, bevor ich irgendwie direkt im ersten Level des Videos schon wieder Tobsuchtsanfälle in Reihen bekommen, machen wir das mal lieber so in der Reihenfolge. Also, ich gehe mal davon aus, ich habe das Level kurz angespielt, dass ich jetzt hier irgendwie, dass ich, nein, das war falsch. Das war auch falsch, dass ich hier so hoch, nein, hoch sagte ich, hör auf mich, Mario. Dass ich auf jeden Fall da so irgendwo hoch muss und dann, meine Damen und Herren, kommen ganz viele tolle Türen. Soweit habe ich gespielt, weiter allerdings noch nicht. Hurra. Spoiler, Alter. Spoilert er die Level in seinem eigenen Video. Gottverdammte Scheiße. Wir wollen die Scheiße ja gar nicht mehr gucken, du Vollidiot. So ungefähr. Warte mal, das Power-Up hebe ich mir jetzt mal auf, klug wie ich bin, weil für den Fall, dass ich mal wieder total versage, du wirst nicht da. Ja, da gehe ich jetzt. Nein. Nein. Warum würde man das zweimal tun? Das ist nicht richtig, Freund. Aber egal. Schön, dass ich mich selbst Freund nenne. Wenn mich sonst schon keine Freund nennt. Ja, ich bin so einsam, ich weiß. Deswegen sitze ich alleine vor meinem PC und nehme Internetvideos auf, in denen ich darum bettel, dass mich Leute Freund nennen. Das ist tragisch. Sad story, bra. Also jetzt pass auf. Wir müssen jetzt hier so. Meine Fresse, geht doch. Erzähl mir nicht, das geht nicht. So, vom Thema her, die Level natürlich optisch relativ nah beieinander. Passt aber dann auch ganz gut zusammen. Also nehmen wir so mit. Während wir dann offensichtlich, wie das in jedem guten Wald so der Fall sein muss, natürlich im Wasser landen. Hurra! Diese Türen hier, ich zeige das mal kurz. Ich vermute mal, dass das so ein Item-Progression-Ding ist. Hier nämlich ist ganz ehrlich, diese Wolken. Hier ist so eine Wand aus hier den Blöcken da. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwo hier einen P-Switch finden werden, meine Damen und Herren. Und dann mal schauen, wo es hier so weitergeht. Also, wahrscheinlich gehe ich jetzt in die komplett. Also, die komplett falsche. Ja. Ja. Sehr schön, die komplett falsche Reihenfolge. Hurra! Gott sei Dank weiß ich, was ich tue, wie immer. Also ich meine, aber dafür bin ich auch mehr oder weniger, also ich würde jetzt sagen berühmt, aber... Nein, Quatsch. Also, finde ich jetzt hier einen P-Switch, ja? Ach, hi, Bumper, ja? So einer bist du. So ein Bumper-Typ, verstehe. Nein, diesen Raum habe ich übrigens schon mal gesehen. Ich möchte mal anmerken, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch gerade irgendwie einfach nur nicht dazu fähig gewesen, hier rauszukommen. Vielleicht gibt es irgendeinen anderen Weg. Ich glaube aber, dass man hier drin, wenn man hier oben drin landet, nicht mehr rauskommt, weil der Bumper einen dann jedes Mal wieder nach oben dingsbumst. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist mir nur aufgefallen. Könnte man eventuell, meine Damen und Herren, also ich kann jetzt auch nicht, das war jetzt eine blöde Idee, weil es geht mein Checkpoint wieder flöten, ne? Ja, egal, also diese Stelle jedenfalls ist mir aufgefallen, da kann man hängen bleiben. Falls sich das stört, keine Ahnung, mach die Decke ein bisschen tiefer, dann passiert da nicht mehr, hurra, also. Super, hier, tolle Fehlersuche aller Kurz, nein, Quatsch, nur ich bin da, als ich das Level vorhin einmal getestet habe, tatsächlich hängen geblieben und da habe ich mir gedacht, kann man ja mal zeigen, meine Damen und Herren, falls irgendwie, keine Ahnung, kleine Kinder da plötzlich gefangen sind oder so, da muss ja nicht sein, weißt du, da kann man dann schon mal, nein, aber hier kommen ja neue, Gott sei Dank, kommt hier, willst du neu spawnen, danke, ich war panisch, eigentlich hatte ich jetzt gedacht, also ich war mir jetzt zu 100% sicher, dass da eine neue spawnt, aber dann spawnte keine und dann war alles schrecklich und grau und fürchterlich traurig. Aber Gott sei Dank rettet uns der Finn nochmal den Arsch. Also, auf geht's. Weiter, ich gehe mal davon aus, dadurch, dass jetzt die Türen ja... dass ja relativ klar war, dass oben brauchte ich den P-Switch. Rechts brauchte ich wahrscheinlich, also schätze ich mal, einen Powerblock. Deswegen gehe ich mal davon aus, dadurch, dass das der einzige Raum auf Anni war, in dem ich nichts brauchte, dass hier dann... Ach ja, da ist ein P-Switch. Wie schön. Den ich wahrscheinlich irgendwie... Hier so? So? Ja, okay, nach oben kann man nämlich nicht. Das war nämlich da, als ich das Level getestet habe, mein erster Instinkt, dass ich da irgendwie von oben irgendwas machen muss. Geht nicht, also irgendwie, keine Ahnung. Da kann man jedenfalls festhängen. Bleiben und so ein Scheiß. So, weiter geht's. Mit olympischen Schwimmen, meine Damen und Herren, und wunderschönen Totenköpfen. So, du bist dafür... die Wolken sind so großartig. Die Wolken sind absolut göttlich, aber egal. Das ist mein Powerblock, wie schön. Guck dir das an. So, adieu. Warte, schnell hier durch, bevor ich irgendwie stecken bleibe. Wobei, stecken bleiben geht ja nicht, aber ist egal. So, und jetzt kommen wir dann hier wieder raus. Es ist auch schön, wenn man dann irgendwie in so einem Wald, irgendwie in so eine Pfütze reinspringt und dann landet man plötzlich in einem riesengroßen Wasserdingsbums. Und in diesem riesengroßen Wasserdingsbums sind Totenköpfe an der Wand. Das, also, stelle ich mir auch mindestens deprimierend vor. Muss ich jetzt wählen? Muss ich hier rein?
Oder muss ich da rein? Nee, also ich kann wahrscheinlich in die, wo die Münzen rauskommen, konnte ich wahrscheinlich gar nicht rein, aber ist auch egal. Wir haben ja so gerade eben noch einen Weg gefunden. Also, hurra, guck dir dann. Power-Up brauchte ich nicht, aber ist egal. Da war ein Chainchomp. Chainchomps sind Arschlöcher, aber das macht auch nicht so viel. Das ist auch. Also ich, ohne Scheiß, wenn mehr Wanderwege so wären, wie dieses Level, wir hätten deutlich weniger Wanderer. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass der Level scheiße ist, sondern einfach nur, dass die Wanderwege dann fürchterlich brutal und fürchterlich anstrengend werden und fürchterlich gefährlich auch. Oh nein, die Illumi fucking Nati. Und die verfickte Blume, die mich immer umbringen möchte. Hurra. Ohne Scheiß, ich bin... Oh, hi. Ach, musste ich hier sogar lang? Ach, das ist ja schön. Ach, dann habe ich ja mal was richtig gemacht. Ich bin eigentlich entsetzt, aber ist egal. Nehme ich so mit. Weil so oft passiert mir das ja nicht. Aber jetzt muss ich, ohne Scheiß, musst du mir erstmal wieder eine Sekunde im Kopf wieder umstellen, darauf, dass ich ja nicht mehr schwimme. Aber okay. Oh, das wird spannend jetzt. Krieg ich das hin? Like, comment und subscribe, wenn ich da nicht... Muss ich was Bestimmtes machen? Ich muss... Nein! Ich musste nicht selbst nach oben springen, sondern musste die Dingsbums nach oben werfen. Haha, das macht dann nämlich auch deutlich mehr Sinn und dann funktioniert auch plötzlich alles. Hurra! Ja, das war ein cooler Level, ich hatte Spaß. Also, passt so. Ich bin glücklich und zufrieden. Danke für das Einsenden. Also, da machen wir auf jeden Fall mehr von. Wie gesagt, die Leute, die mir Level senden, die landen dann auch prompt, ungefragt in meinen Favoriten. Also, da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Warte mal, stopp. Ja, dann machen wir direkt. Das sieht doch gut aus. Habe ich das schon mal gemacht? Also, cooles Level auf jeden Fall. Coole-Level. Habe ich das schon gespielt? Das habe ich sehr wahrscheinlich schon gespielt. Dann machst du bald ein anderes Level. Bis gleich. Und zwar, wenn wir schon so viel mit Pflanzen und Natur und so weiter zu tun haben, nehmen wir natürlich auch noch Mario und The Beanstalk, meine Damen und Herren. Hier Bodenstange für die Leute, die des Beanstalkens auf Englisch nicht mächtig sind. Es geht um Bohnenranken. So, also, wollen wir mal sehen. Ich hoffe, ich finde jetzt nicht diesen Fi-Fi-Fo-Fun-Riesen da, weil ich vermute mal, der würde mich umbringen. Wobei, im Grunde genommen wäre das dann quasi ein guter Bowser. Also, wahrscheinlich finde ich ihn in Form eines Bowsers. Hurra, darf ich jetzt nach oben? Das ist jetzt quasi wie Super Mario Bros. 2. Lande ich jetzt in den Wolken? Ich möchte gerne in den... Ja, ich lande in den Wolken. Auch was schön. Mit Kirchenglocken. Das ist ja... Aber, und Chainchomps. Das war so schön hier oben. Aber dann... Wenn das der Himmel ist mit Chainchomps, du, dann möchte ich da aber nicht unbedingt landen. Also, da kann man ja dran arbeiten. Nein. Ihr seid überhaupt nicht cool. Ihr seid überhaupt gar nicht cool. Ihr seid immer noch nicht cool. Ich mag euch nicht. Aber, also euch schon, aber die Typen nicht hier. Die sind ganz schön, die sind zwielichtig. Wo muss ich hin? Nein. Ich hab Panik. Aber das ist egal. Dafür bin ich... Nein! Das war ohne Scheiß. Das konnte man jetzt in Zeitlupe. Also, das hat sich angefühlt für Zeitlupe. Ich bin... so langsam jetzt in dieses Ding reingeflogen und ich konnte eine Viertelstunde vorher meine Flugbahn schon nicht mehr ändern, sodass ich hatte im Grunde genommen keine andere Wahl, als daran jetzt zu sterben. Das war sehr traurig für mich, aber ist egal, dafür mal gucken. Können wir Wettrennen machen? Ich möchte jetzt die eine Maus anfeuern und wenn die eine Maus dann angefeuert wird, dann verliert sie, weil wenn man Leute anfeuert, dann verlieren sie. Guckt euch das im Stadion an, meine Damen und Herren, da verlieren immer die Leute, die angefeuert werden. Deswegen ist England... Nein. Also, auf geht's jetzt. Wir müssen jetzt hier, warte mal, hier ist bestimmt irgendwas drin, was ich gern haben möchte, oder? Nein, da ist nichts drin, was ich haben möchte, weil ich habe ja schon längst. Aber das, was ich habe, werde ich wahrscheinlich gleich wieder verlieren, so wie ich mich kenne. Das ist ja mal was ganz Neues. Hurra. Nein. Alle Tode in diesem Level sind so langsam und so zeitlupig und so, weißt du, so mit Anlauf und so. Weißt du, diese ganz dramatischen, die sich so richtig scheiße anfühlen, weil du im Grunde genommen eine gefühlte Minute, bevor du stirbst, schon genau weißt, scheiße, jetzt habe ich Mist gebaut, ich werde sterben. Das ist ziemlich deprimierend, aber okay. Oh, jetzt haben wir, hör mal, hier, das ist schön, geteilten dritten Platz. Das ist, hör mal, so läuft das, weil wir haben keine Verlierer. Wir haben maximal Dritte, also zumindest einen Bronzegewinner haben wir immer. Weil wir so fair sind, weißt du, wir sind die fairsten hier der Welt und so ein Scheiß. Warum wäre man da nicht? Nein, du bist eigentlich hier drauf nicht eingeladen gewesen, aber okay. Dafür kann ich jetzt mit dem Pilz anfangen, den ich jetzt aber nicht kriege. Das ist irgendwie, keine Ahnung, der Level ist so, keine Ahnung, mein Leben. Wie gewonnen, so zerronnen, alles ist schrecklich und alles ist grau. Mein Leben. Sad story, bruh. Dich habe ich mir gemerkt, du kleiner Schweinesack. Geh weg. Du bist... Nein. Ist überhaupt nicht vonnöten. Ja, haha. Dö. Darf ich bitte irgendwas machen, was mich irgendwie voranbringt? Darf ich hier rein? Ich darf hier nicht... Oh, shit. Nein, was muss ich tun? Ich glaube nicht, dass du da sein solltest eigentlich. Ich glaube nicht, dass du eigentlich hier stehen solltest, aber ist egal. Wir nehmen da mal so... Nein, gib mir meinen Yoshi. Nein, alles war so schön. Darf ich einfach drüber? Darf ich bitte hier einfach drüber und ohne Yoshi weitergehen und so ein Scheiß? Da, pau, 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 tot.
Auf Wiedersehen. Hab ich's geschafft? Ich möchte meinen Yoshi erstmal zu. Also, erst so. Ja, ist ja gut. Man muss ja nicht gleich so rumschreien. Was ist ja immer diese Gewalt von Bowser? Bowser. So heißt sein Hund, verstehst du? Wie heißt Bowsers Hund? Bowser. Ha, 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 ha. Da haben wir das Level. Weißt du, da macht er den besten Witz auf Erden und segelt dann zielgenau, natürlich passend zu dem Rest des Levels für mich, so im Laufe dieses Videos, zielgenau am Ziel vorbei. Hurra, danke. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Solltet ihr auch sein, bitte Like-Button wie immer kaputt kloppen, meine Damen und Herren. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Sagt mir in den Comments Bescheid, welche Level ich spielen soll von euch, von euren Freunden, von anderen YouTubern. Würde ich sehr, sehr gerne machen. Hätte ich sehr viel Spaß dran, meine Damen und Herren. Also, vielen lieben Dank nochmal, dass ihr da wart. Hochoffiziell winkenderweise bis zum nächsten Video. Ja, yeah, meine Damen und Herren. Tschüss.